Puh, einfach mal draufhalten. Das ist immer die beste Variante. Laserbarriere, Energiesenkung, Lasers sind jetzt deaktiviert. Ah, ich verstehe. Es regt mich irgendwie auf, ich möchte eigentlich zurück in der Mission. Ich hätte doch bestimmt so viel finden können. Und da will ich ehrlich gesagt auch mal rüber. Ach, scheiße, ich weiß, wie es gegangen wäre. Geht es nochmal? Ich hoffe, das geht nochmal. Jawohl, das funktioniert. Ein Glück. Schnell speichern. So, dann folgt mir doch mal dieser Kiste unauffällig. Ha! Rote Keycard. Oh. Irgendwas ist aufgegangen. Irgendwas ist irgendwo aufgegangen. Ah ja. Wo ist das jetzt aufgegangen? Schnell speichern. Gut. Au, au, au. Ah, hier nicht. Irgendwo ist hier was aufgegangen. Verdammt. Egal, ich mach's lieber weiter. Vielleicht ist es ja auch weiter vorne aufgegangen. Mag ja auch sein. Vielleicht hier links. Ich meine, ich könnte auch mal probieren, in den Aufzug reinzugehen. Schau mal ganz kurz nach, was da ist. Vielleicht komme ich aber wieder zurück. Nein, das, da will ich nicht lang. Das ist die Sache mit dem radioaktiven. Uah, Scheißzeug. Schnell laden. Machen wir es doch lieber so. Alles klar, weiter geht's. Okay. Irgendwo ist eine Thrasher-Kanone. Ich sollte nicht auf die Kisten schießen, denn es ist hier zerstörbar, der Boden. Schleichaktion. Okay, südlich. Das ist doch der Wartungstunnel dann hier gleich. Das heißt, ich muss das hier sprengen. Ich wette, ich kann hier unten durch. Wenn hier nicht, dann da oben. Schnell speichern. Okay. Wer nichts wagt. Ja, Linkstaste hängt. Ah ja. Ah ja. Ich höre aber den Mech. Das gefällt mir nicht. Ich sterbe an einem Roaming Susan. Okay. Nochmal. Komm, put. Sag mal, ist das ein Handschuh, der vorne dran hat? Hat ihm eine Hand dran geklebt? So, Ruiz. Schluss mit lustig. So.
Okay, da. Oh, Raketenwaffenmunition. Hier würde ich aber auch hoch. Okay, das geht irgendwie. Es erinnert mich an eine der letzten Missionen vom ersten Teil. Bin ich auch so ganz doof auf den Kisten immer rumgesprungen. Ha. Muss ich vielleicht? Das wäre ein Versuch wert. Die Spieler nennen mich. Puh. Hey, geschafft. Ah, doch. Granatenmunition ist immer gut zu gebrauchen. Wumms. Jawohl. Na, nicht ganz. So. Ich will da hoch. Oh, wie komme ich denn jetzt schon wieder da hoch? Muss ich mir einen Schalter aktivieren. Ich stehe hinter diesen Kisten. Ich meine, ich habe Granate von Munition bekommen. Vielleicht muss ich irgendwie hinter diese Kisten. Schießt mir das Zeug hier kaputt. Ui. Verdammt. Ist hier irgendwo versteckter Schalter? Ich sehe hier echt nichts. Ha. Okay, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen puzzelt. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich mache mir jetzt doch gerade ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Ach du Heilige. Hä? Geht's denn hier hoch? Ich kann das hier kaputt machen, aber... macht nicht viel. Ja, ich sollte auch den Schalter verwenden. Pff, ich rattle ich. Ah, okay. Ah, ich glaube, ich habe jetzt die Schilde für die Arschgeigen abgeschalten. Thrasher-Kanone. Ja, okay. Wir machen jetzt auf die gute, alte, traditionelle Spinnenminentechnikart. Sodele. Auf, mein kleines Spindlein. Miam, 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 miam. Komm. Jawoll, die erste ist schon kaputt. Ich glaube, dann haben wir es gleich geschafft. Das schaut so nach Hochsicherheitstrakt für Gefängniszellen aus. Hauptmenü. Und es regt mich immer noch auf, dass ich diese scheiß... Stellen am Anfang alle übersprungen habe. Ich hätte sie doch mal durchsuchen sollen. Ja, klar. Na gut. Zugang verweigert. Monitor ist nicht verfügbar, wahrscheinlich wegen dem Alarm. Danke, der Alarm wurde deaktiviert. Ist doch irgendwo eine Kamera. Jetzt? Immer noch Zugang verweigert. Hey. Immer schön hinter Kisten gucken. Ich
höre, glaube ich, wieder ein Mech. Leite Kontrolle für den Computer um. Prüfung, Diagnosesystem. Diagnose ist abgeschlossen. Leite interne Parameter um. Monitor ist jetzt verfügbar. Ach so. Ja, komm her. Mach nur ein, zwei Shotgun-Schüsse, dann ist der hinüber. Ah, okay, 309, Gefangenentür, Gefängnistür. Wir haben es gleich geschafft. Hauptmenü. Yeah. ich hab den Code vergessen, 309 war es. Danke, der Alarm wurde deaktiviert. Ich bin so ein Depp. Okay. Ich will nicht dieses Fass kaputt machen wieder. Huhu. Da ist doch was. Aha, ich hab's doch gesehen. Ja! Sau cool. Nachdem ich das andere kaputt geschossen habe. Cool. Ich will den Code haben. Ach, ich verwende die Datenschlüssel eh so wenig. Zugang gewährt. Eine blaue Keycard. Was man mit einer blauen Keycard machen kann. Teil. Ist das hier? Okay. Oh, ich habe jemanden erschossen. Das ist doch bestimmt schon oder was? Das ist sicherlich das mit der blauen Keycard. Na? Na? Was ist denn da noch? Ich dreh gleich durch. Okay, dann machen wir es halt eben erstmal so. Ruhe im Karton. So, und jetzt will ich mal da oben rein. Was ist denn da? So. Ja, willst du mich jetzt verarschen? Ach ja. Okay. Ja. Spinnenbomben. Oh ja. Shotgun-Munition. Da oben sind die Gefängnisse und auch mit Schnellbahnsystem zumindest. Oh. Oh, schaut ihn euch an. Ist er nicht knuffig? Oh, ich will seine Backen zwicken. Das tut bestimmt weh. Zugang für den Bereich mit den Gefangenen nur mit Sicherheitscode 659. Nicht voll autorisiertes Personal wird dieser desintegriert. Direktor J. Leach. Sehr schön. Das war's immer noch nicht. Ah, Raketenwerfer. Viele, viele Strahlung. Ja, sag mal, wo ist denn das Teil? Ist das direkt unter mir? Noch vier Energiezellen. Ah, ich würde sagen, alles oder nichts, oder? Schnell mal durch. Ah, ich sehe es schon. Haha. Ihr auch.
Ja, was denn? Heiliges Blechler. Nein! Das war falsch. Aber mal schauen, ob das das Ende ist. Das könnte das Ende sein. Ja, yep, das ist tatsächlich das Ende. Yeah. Nein. Ich wette, das sind die Dinger da oben. Heiliges Kanonenrohr, was geht ab? Ich habe jetzt kaum noch Dings noch. Kaum noch Energiezellen. Hä? Der hieß mir doch, da steht doch einer. Immer noch. Schild geschützt. Ich probier jetzt mal was. Als erstes Mal muss ich diese Wache da killen, auch wenn die Raketenwaffe hat. Boah, schnell dadurch. So eine asoziale Scheiße. Grad noch, ey. Okay, was haben wir hier? Bestimmt Schilde abschalten. Okay. Ich glaube, das ist, wenn ich dadurch diese Lüftungsschächte gehe, die sich sicherlich hinter diesen Kisten verstecken. So, nehmen wir gleich mal. Oder so? Safe. Auch gut. Rote Keycard. Na, endlich. Zugang gewährt. Na, wie jetzt? Sag mal, wie krass ist das Spiel denn? Wenigstens sind die nicht schildgeschützt. Ja, da, 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 da. Bist du? Deserteur. Willst du auf mich schießen? Schnell speichern. Ich glaube, ich habe keine Energiezellen mehr. Ich renne jetzt einfach durch. Was soll's? Hauptmenü. Nochmal speichern. Dauersafe hier. Entschuldigung. Ja, hammer's bald. Wie geht's denn, hab ich ihn jetzt noch? Keine mehr, jetzt habe ich wirklich keine mehr. Oh oh, jetzt hat's echt knapp. Huhuhu. Oh. Okay, das ist mir wurscht. Keine Energiezellen, jetzt wird's echt übel. Geschütztürme. Oh Gott, wie lang geht denn das noch? Das ist ja total inhuman. Ach, da ist einer. Gut, anders.
Ah nein. Oh Gott, ich hab jetzt echt Bammel, du. Ich habe keine Energiezellen mehr. Das ist echt übel. Ich finde, das Ding ist eigentlich schildgeschützt. Ja, wusste ich's doch. Kein Risiko eingehen. Die schießen schnell, die Mistviecher. Schnell speichern. So. Geschafft. Colonel Eli. Und Freundin. Captain, sind Sie das? Gott sei Dank. Wir müssen hier schnellstens raus. Das ist Professor Sicada, sie kennt sich hier aus. Auf der Schalttafel kann man die Zelltüren öffnen. Aber ich weiß nicht, wie man das Kraftfeld ausschaltet. Beeilen Sie sich, bevor die Wachen kommen, Captain. Es werden jeden Moment ein paar schwere Jungs bei Ihnen erscheinen. Ich kann das Kraftfeld nicht ausschalten. Aber ich kann jetzt den Teleporter bei Eli und Cicada umprogrammieren und sie dort rausholen. Ich habe einen weiteren Teleporter südlich von Ihnen ausgemacht. Ich werde die Koordinaten umprogrammieren, dann setzt er sie an der Schnellbahn ab. Hä? Ah, verdammt! Der Strom ist schon wieder ausgefallen. Beeilen Sie sich, Denning aus. Schnell speichern. Ja, ganz schnell speichern. Ja, Teleporter, lass mich raus. Es geht ja bestimmt hier auf. Code. Ah, was zum Henker? Okay. Wie krank ist das? Ich bin bereit für euch. Kommt er. Keine Energiezellen mehr. Schnell speichern. Gott. Weil ich die nicht so killen darf, die haben nämlich Energiezellen dabei. Im Regelfall. Hör ich da noch einen? Schnell speichern. Nein. Hör ich da noch einen? Nee, das hab ich getäuscht. Irgendwas ist hier unten. Das sind Schilde. Schnell speichern. Renn mal halt einfach mal in die Kanone rein. So. Ein Glück. Oh, Mission beendet. Heilige Scheiße. Captain Eli stellt eine große Gefahr für das WECC dar. Und Sie haben diesen Kerl entkommen. Aber das Ganze ist doch nur passiert, weil Sie sich ständig eingemischt haben. Sie können nicht mir die Schuld geben. Das kann ich sehr wohl. Sie allein sind schuld. Setzen Sie das Elite-Korps ein. Ich will, dass auf der Stelle ein Enforcer-Regiment hierher entsendet wird.
Ich gehe davon aus, dass es die Soldaten sehr genießen werden, mit dem einzigen Verräter abzurechnen, den das Korps je hatte. Oh, war das das Korps, wo die Vagis drinnen war? Aus dem ersten Teil. Okay, ich glaube, wir hören uns die ganzen Sachen beim nächsten Mal an. Ach nee, hören wir es lieber gleich an, dann ist der Zusammenhang wenigstens gegeben. Obwohl, da müsste ich mit dem Eli reden, da gibt dann die nächste Missionsbesprechung. Ich denke laut. Machen wir das nächste Mal. War auch eine lange Mission und eine schwere Mission. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und man sieht sich hoffentlich bald wieder. Macht's gut und tschüss.